Hallo und herzlich willkommen zurück zu God Eater 2 Ragebirth. Ich bin Mr. Katafir, let's play in das Kaninchen und wir haben Ciel Blutkraft beschworen. Denn wir sind der große Beschwörer und Ciel hat uns gefragt, ob wir einen Moment Zeit haben. Natürlich haben wir einen Moment Zeit. Danke, würdest du mir bitte folgen? Okay. Our next step is to focus on perfecting our attack patterns and increasing our ranged efficiency. Ja, natürlich. Das waren auch genau die Sachen, die mir, als ich den letzten Kampf gesehen habe, waren das genau die Sachen, die mir aufgefallen sind. Also Zielgenauigkeit fehlt halt und gut, bei mir immer. Das stimmt. Hätte ich besser geschossen, wäre das jetzt nicht gekommen. Speaking of, Vice Captain, have you been making use of the bullet editor? Ja, noch ein bisschen. Ja, oh klar, die ganze Zeit. Der ist mir zu kompliziert. Er ist mir nicht zu kompliziert, er ist eigentlich wirklich nicht so schwer. Ich hab, muss nur noch ein bisschen üben zu sehen, wann welche Waffe, welche Munition wirklich gut ist. Ja, ich bin toll. The intensity of the subject tends to put off many god eaters. I know some say it is above their pay grade, which I'm almost certain is a joke. At the same time, it is too exciting to ignore. We can change bullet trajectory, elemental effects. It gives us much greater options when attacking at range. Reden wir von dem gleichen? Ich kann die Flugbahn und das Verhalten von Kugeln ändern? Das habe ich noch nicht benutzt. Imagine all the possibilities. Increasing effective range, enhancing destructive power, altering effects to make better healing bullets. Ja, genau. I got a little excited. Ja, ich gucke einfach. Weißt, rede du einfach, ich gucke einfach stur irgendwo anders hin. So, rede du nur. Die Blumen da hinten. Die sehen gut aus. Die sind bestimmt lecker. Und das Gras ist ziemlich grün. Ist bestimmt ziemlich lecker. Ich sehe, dass es dir viel bedeutet. One more thing, if I may. Natürlich. Only if you have time, of course. Komm zum Punkt. I'm still growing used to this. I'd like you to accompany me during my next experiment. I made a bullet you might like. Okay. Es wäre mir ein Vergnügen. Wonderful. Thank you so much. This will be great. I'd like to perform the test as soon as possible for optimal effect. Are you ready to go now? Lass mich kurz gucken. Ja. Brilliant. Let's head out then. Ich dachte, wir machen. Okay. Warte, ich wollte noch meine Blutkraft austauschen. Fällt mir gerade auf. Und zwar, die ist ja ganz cool und so, aber nein. Rund? Vielleicht sollte ich... Ich nehme mal das. So. Ich nehme mal Ernte des Todes. Das ist ja Rundklaue. Weil das ist, glaube ich, einfacher, wenn ich das die ganze Zeit nutze und nicht den anderen Kram. Wir gucken mal. Ich schaue einfach und wir probieren da so ein bisschen durch und dann ist es so. Fan! Ist eine Mission für mich. Schwierigkeitsstufe 2. Gucke mal. Kugel Inferno. Diese Mission ist ein Test für Ciels modifizierte Munition. Erledige einen Schwarm kleiner Aragami. Eine zweite Einheit jagt einen Jaksha in der Nähe. Es könnte auf den Lärm aufmerksam werden und euch zu euch kommen. Ihr könnt es jedoch ruhig ignorieren. Wenn ihr das tut, bleibt immer in Bewegung, damit es euch nicht stören kann. Als Belohnungen gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ganz, ganz viele tolle Sachen. Implodierer. Sensor. Aha. Es gibt übrigens keine Bruchbelohnung. Und... Wusste nicht, ich meine, ich habe noch nicht die hier probiert, diese SK... Das, die Bomben. Wir nehmen mal die göttliche Bombe. Göttliche Bombe. Einmal mal probieren. Die kosten ja, glaube ich, nur mehr Orakel. Probieren zwar. Wir müssen ja ein bisschen rumprobieren. Aber wir kriegen es vermutlich noch. Confirm the God Eater's arrival in the combat area. Let's get to work. Commencing phase one. Let's get this party started. Mir ist nie aufgefallen, dass... Residence has picked up a great deal of enemy data. I'm dispersing it to all of you. Wow! Wow!
Ich habe zwar nur zwei Schuss, aber wow. Ich habe keine Munition, Alter. Wie viel Munition braucht die Waffe? Ja. Komm mal, hier sind so viele. Da machen wir mal das an. Oh, ich bin vergiftet. Vielleicht mal einen Trank in den Kopf rammen. Die sind komisch, diese Viecher. Ich habe nicht gemerkt, dass dass da eine nackte Frau drauf ist. So. Oh, das war daneben geschossen. Ich habe eine Giftkugel. Shit. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch das Vieh töten. Es war noch kein Success, hier ist noch ein Vieh. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber hier ist noch ein Vieh. Das ist noch nicht vorbei hier. Das ist noch nicht vorbei! Okay, dann ist es vorbei. Ich hab das jetzt mit der neuen Munition noch nicht... Was war das jetzt mit der neuen Munition? Orakel 5, krass. Lautlos 5. Ja, super! Wir waren super. Haben wir so ein... Mann, oh, ich habe nichts von den tollen Sensoren und so bekommen. Ach, blöd. Doof. Stimmt etwas nicht? It's nothing. It's probably just all in my head. The God Arc. Ja. It's not that I feel ill. It's I can't quite describe it. Some of the bullets were behaving rather unusually. But in a good way, I suppose. My weapon was performing differently as well. I'll need to adjust the recoil compensator. I wasn't trying to show off. I've been using firearms for so long that it's second nature. Das ist auch kein Angeben, sondern nur ein Kompliment. All right. I shouldn't trouble them. I can look into the problem myself. Ich hab nichts von Techniker. Wer denn? Ich hab kein Wort zu einem Techniker gesagt. Thank you for coming out to help today. I really appreciate it. Du bist komisch, Ciel. Du bist komisch. Ich hab Post. Ciel. Bericht zur Kugelanpassung. Danke für deine Hilfe beim Testen meiner Kugeln. Ich analysiere die Ergebnisse mit jemandem von der Werkstatt. Bin schon sehr gespannt. Ich erkunde weiter die Möglichkeiten des Munitionseditors. Ich lasse dich wissen, wenn ich etwas finde. Ende des Berichts. Okay. Warte, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz... Ach, Blödsinn. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz gucken. Und zwar diese Orakel hier. Das ist doch, dass die 25% mehr OP wäre natürlich schon ziemlich OP. Was haben wir noch? Lautlos interessiert mich nicht die Bohne. Pass auf, wir nutzen dann mal die Möglichkeit, wenn wir gerade schon wieder so viel haben, und machen aus unseren ganzen Schusswaffen und dem Schild eine neue Schusswaffe. Wir lassen die Sense mal noch zurück. Und wir kriegen Einsatztempo 2. Was ist denn?
Kann ich vielleicht jetzt meine Sensor aufwerten, nur so nebenbei? Nö. Dafür das Material. Habe ich die nicht schon? Nee, habe ich noch nicht, ne? Das Defero, und das wird denn... Was macht die? Federhieb. Verleiht Widerstand gegen Stören. Und Gegner beruhigen. Verringert gegnerische Aktivität durch Hass. Aber interessiert mich gar nicht. Eisplünderer nicht und hier auch nicht. Gott. Warte, vielleicht Schutzwaffen vielleicht? Hier? Nö. Hier? Nö. Hier? Nö. Und bei den Schilden? Nein. 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 Gott, da nicht. Da. Hier ist noch eine, die ich noch nicht kenne. Aber den Rest haben wir alle schon hergestellt. Na gut, okay. Ich will euch nicht länger hiermit langweilen. Wir sind noch ganz gut aufgestellt. Wir nehmen mal noch die mit wieder. Die packen wir wieder in die Taschen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die Ernte des Todes lasse. Ich finde die wirklich ganz cool. Und wir müssen ja eh noch mal ein paar Mal das hier nutzen, damit wir die nächsten Stufen mal hinbekommen. Wobei das auch nicht so schlecht ist. Ein flinker Komboangriff auf einzigen Punkt. Aber einziger Punkt ist nicht so geil. Hier würde ich gerne sehen, wohin sich das aufteilt. Aber das ist halt... Ah, extra Schaden gegen Aragami-Schwachstellen. Damit kann ich halt die Bindungen gut brechen, ne? Ach, komm. Ach. Nimm den besser. Wir haben noch Zeit für eine Mission. Ja, erstmal noch reden. Von Fiara... Auf Yara ist ein hübsches Mädchen. Sie soll ein Goddy da von der Fernostabteilung sein. Hey, sag mal, könntest du vielleicht... Nein, meine ich es nicht. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie ich meine Blutkunst erwecken kann. Woran du mir gleich wieder denkst. Ja, natürlich. Hallo. Alisa von der Fernostabteilung hat um unsere Unterstützung gebeten. Wir sollten sie anhören. Zu der Sache mit meinen Patronen. Ich werde mir das genauer ansehen. Okay. Mach das. Hey, hey. Diese bezaubernde Frau. Habe ich sie nicht schon einmal irgendwo gesehen? Das erste Mal... Dass wir einen Yanzi besiegt haben, war auf der Rettungsmission, oder? Ja. Ach, oh! Hallo! Sie habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe gehört, dass wir bei einem Kampf gegen einen Psionen aushelfen sollen. Ja, das war ja, das beim letzten Mal lief's ja super. Psione erledigen ist unsere Pflicht, also helfe ich natürlich gerne. Vielen Dank! Im Namen von Kraddel möchte ich dir wirklich zutiefst danken. Oh, ich lasse die Stimme, das merke ich schon, das geht mir auf die Stimme. Ah, es ist gut, dich wiederzusehen. Danke, dass ihr uns zu Hilfe gekommen seid. Ich habe einen Psion verfolgt, einen Yanzi. Und ich will Blood um Hilfe bitten, ihn zu erledigen. Wir sind dabei. Danke. Mit deiner Kraft, unser Potenzial zu beschwören, können sogar normale Godeater, wie ich es mit einem Psion aufnehmen. Du bist schon einmal einem Yanzi begegnet. Und ich bin sicher, dass zusammen schlagen wir ihn. Ich zähle auf dich. Na dann. Du wurdest gebeten, einen Psion auszuschalten. Ich wurde gebeten? Na, wenn ich gebeten wurde, dann machen wir dieses doch mal. Kraddel, Speer fanden einen Yanzi in der Chemiefabrik. Töte es! Sei vorsichtig. Ukos Hammer wurden in der Nähe geordnet. Bei dem Ziel handelt es sich um einen Psion. Normale Godeater sind dagegen machtlos, aber daher sollten nur Blattmitglieder auf die Mission gehen. Okay. Hungerreißer. Schwerer Werkzeugstrahl. Alter. Das sind doch richtig krasse Sachen. Bindungsbruch wieder. Okay. Meine Güte. Nur Blattmitglieder. Gut, dass wir Alissa mitnehmen müssen. Also, nichts gegen Alissa, aber sie ist kein Blattmitglied. Schaffen wir das in 6 Minuten? Ja, das schaffen wir in 6 Minuten. Ansonsten geht die Folge ein bisschen länger. Die sind ja eh mal nicht genau 20 Minuten. Guck mal, wir hatten jetzt ja auch schon vor 2 Folgen, die ging ja 25. Schicke Waffe, Alissa. Coole Musik. Das alte Chemiewerk. So, warte mal, hier ist noch ein Item. Schwerer Werkzeugstahl. Yes. Das ist schon mal ganz gut, weil je mehr verschiedene Sachen wir finden, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir die anderen geilen Waffen und ähnliches aufrüsten können, beziehungsweise ausbauen können. Da hinten ist er.
Hab ich. War hier nicht ein Item? War. Ich würde gerne zuerst die anderen ausschalten. Ach du Kacke. Der ist doch drinnen, ne? Ja. Pass auf, dann schalten wir zuerst mal die anderen aus. Oh Gott, das werden ja ganz schön viele. Oh, das waren ganz schön viele. Zum Glück haben wir einen großen Rundumschlag. Ich sehe nichts. Schön, irgendwas ist geschlagen. Au. Oh, Kacke. Ach, die ist. Ach so, die beschwört es. Die beschwört die. Na dann. Au. Oh, Alter, die ist heftig. Au, 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 oh Gott. Ja. Wo? Möchte da hinten. Shit, okay. Wir haben noch nicht mal die eine besiegt. Aber der ignoriert uns, glaube ich, noch. Das ist ganz gut. Bescheid. Alter, das hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Nicht gut. Tut mir leid, dass ich den anderen mit anlocke, aber das geht gerade nicht anders. Ah, ist ein bisschen viel gerade. Oh, es ist ein bisschen viel. Okay, das ist noch eine Bindung kaputt. Sehr schön. Alter. Und hinten erlegen. Warte mal, aber ich möchte ganz kurz die Funkenbombe. Okay, das ist nicht so neulich nützlich. Sorry für diesen Flackern. Au!
möchte Bindungen zerstören. Ich möchte Bindungen zerstören. Dann machen wir einfach mehr Schaden. Wenn die Bindungen weg sind, dann ist der Kampf auch alles einfacher. Weil alle mehr Schaden machen, wenn wir die Bindungen kaputt machen. Nein, der bleibt schön hier. Sehr gut. Das war... Es lief erstaunlich gut. Ich hätte deutlich mehr Dinge erwartet, die schief laufen. Wir haben ein paar Items verbraucht auf jeden Fall, aber es lief echt gut. Meine Güte. Aber ich merke, dass ich unbedingt meine Blutfähigkeiten, meine Blutkunstfähigkeiten verbessern muss. Unbedingt. Ich muss mich da, glaube ich, ein bisschen mehr konzentrieren auf eine Sache. Und das verbessern, weiß ich nicht. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Könnt ihr mir aber vielleicht mal sagen, ob das sinnvoll ist, sich auf eins zu konzentrieren oder... Oh, Creditbelohnung. Wir haben ganz schön viele, wir haben keine Beständigkeit verloren. Wir haben Bindungen, haben wir gebrochen. Team... Florisierende Punkte wären natürlich ganz gut, aber ich möchte mehr Credits. Ein Gegenstandseffektschild. Ein Erholungsgegenstand Tempo. Aha. Naja, hat sich jetzt ja nicht groß gelohnt. Wir bekommen 1125 Credits. Ein Hungersplitter, Hungerzacken, Sirenen, Daunen. Hungerreißer, Sirenen. Eieieiei. Hat sich das jetzt hier gelohnt? Sag mal ganz kurz. Die. Das muss ich auf Luftangriff. Naja. Wilder Biss. Ernte des Todes. Hat sich ein bisschen verbessert. Tod durch Spalten. Ja, das haben wir auch gut gemacht. Spiel schon beschreiten. Auf jeden Fall. Gut. Und dann würde ich sagen, das ist doch ganz gut gelaufen. Wir haben eine Spezialmission, die werde ich offscreen machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal nach der Spezialmission. Sofern sie keine... Also wenn sie eine neue ist, dann werde ich sie mit euch machen. Wenn sie keine neue ist, werde ich sie offscreen machen. Könnt ihr mir sagen, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!